Hey Leute, in meinen vorherigen Videos wurde ich öfter mal gefragt, was ich glaube, wer gewinnen würde in einem Kampf zwischen Nemesis und dem mutierten William Birkin, alias Chi. Ich finde die Frage schwer zu beantworten, da sich beide eigentlich relativ ähnlich sind und da solche Wer würde gewinnen Fragen immer grundsätzlich ein bisschen schwierig sind, finde ich. Denn in Wirklichkeit spielt da natürlich immer auch sehr viel Glück mit rein. Die Umgebung, das Setting und viele, viele andere Kleinigkeiten müssten hier berücksichtigt werden. Ich habe allerdings mal versucht, diese beiden Wesen, diese beiden Kontrahenten so gut wie möglich zu analysieren. Und hier folgt nun meine Theorie, wer gewinnen würde und warum. Also, im Resident Evil 2 Remake können wir ziemlich eindrucksvoll miterleben, wie der mutierte William Birkin den T-00 mit nur einem einzigen Hieb wortwörtlich zerfetzt. Und der Nemesis ist letztendlich auch nur ein Tyrant, ein Klon, genauso wie der T-00, nur eben, dass der Nemesis einen Wurm im Kopf hat. Ob ihm das allerdings mehr Resistenzen verleiht als dem Mr. X-Tyrant, wage ich fast zu bezweifeln. Denn was die Schadensresistenz angeht, wirken Mr. X und der Nemesis im Original Resident Evil 2 und im Original Resident Evil 3 relativ ähnlich. Beide können durch massiven Waffenbeschuss kurz außer Gefecht gesetzt werden, erholen sich aber wieder und sind wieder vollständig regeneriert. Wenn man sich das Remake von Resident Evil 2 anguckt, dann wirkt Mr. X vielleicht sogar noch resistenter gegenüber konventionellen Schusswaffen, als es der Nemesis in Resident Evil 3 Nemesis tut. Wie dem auch sei, ich denke, in einer direkten körperlichen Konfrontation, in der der Nemesis, wie im Resident Evil 2 Remake auch Mr. X vielleicht sogar überrascht wird, hätte der Nemesis wahrscheinlich keine Chance. Noch dazu, wenn wir berücksichtigen, dass Birkin in diesem Moment noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium ist und noch nicht einmal ansatzweise seine vollen körperlichen mutanten Superkräfte ausgebildet hat. Der Nemesis zeigt allerdings noch viel stärkere und viel weiter ausgebildete Regenerations- und Mutationsfähigkeiten als der T-00. Während nämlich der T-00, oder auch Mr. X genannt, groß und muskulös wird und einen Klingenarm kriegt, können wir beobachten, wie der Nemesis im Verlauf von Resident Evil 3 viele Mutationsstadien durchläuft, bis er letztendlich zu einem grotesken Amphibien- oder Reptilienartigen Ding wird, das nicht mehr viel von einer humanoiden Form hat. Somit würde ich jetzt mal behaupten, dass der Nemesis vielleicht bessere Chancen hätte, sich von so einer Verletzung zu erholen bzw. weiter zu mutieren, als dass der T-00 im Resident Evil 2 Remake hat. Allerdings mutiert selbstverständlich auch Birkin, sollte der Nemesis es schaffen, ihm Schaden zuzufügen. Und Birkin mutiert, wie wir im Resident Evil 2 Remake, aber auch schon im Resident Evil 2 Original sehen können, sehr viel größer, krasser und extremer als der Nemesis. Wenn es um Mutationen geht, dürfte der voll mutierte Birkin, also so weit mutiert, wie wir ihn in Resident Evil 2 sehen können, wer weiß, zu was der noch werden würde, den voll mutierten Nemesis, so wie wir ihn in Resident Evil 3 Nemesis sehen können, mit einem Haps verschlingen können. Also auch was die Mutationskräfte angeht, dürfte Birkin dem Nemesis letztendlich überlegen sein. Oder anders ausgedrückt, während bei Nemesis beim dreifachen Super Saiyajin Schluss ist, wird Birkin zum Super Saiyajin God. Es sieht also nicht sehr gut aus für Nemesis. Allerdings gibt es einen Aspekt, den wir bis jetzt noch gar nicht berücksichtigt haben, nämlich Nemesis Intelligenz. Wir erfahren über William Birkin, dass er nach seiner Infektion mit dem Chi-Virus im Endeffekt nur noch wie ein instinktgetriebenes Tier umherstreift, das wahllos Leute attackiert und infiziert und im Grunde einfach nur auf der Suche nach geeigneten Trägern für seine Chi-Embryos ist. Er zeigt allerdings schon sehr früh in seiner Mutation kein Anzeichen mehr von höherer Intelligenz oder auch niedrigerer Intelligenz, abgesehen von den Beispielen, die ich gerade genannt habe, Fressen und Fortpflanzen. Der Nemesis dagegen zeigt durchaus solche Anzeichen. Genauso wie sein Vorgänger, der T-00, scheint er in manchen Situationen so etwas wie Fallen oder Hinterhalte zu planen. Aber vielleicht ist er auch nur zufällig in der Gegend und platzt durch die Wand, weil er es kann. Das weiß man nicht so genau. Was man allerdings sehr deutlich
sehen kann, ist, dass der Nemesis eine Waffe benutzt. Genauer gesagt, einen Raketenwerfer. Etwas, das die Intelligenz aller anderen Umbrella-Biowaffen, die wir bis zu diesem Zeitpunkt gesehen haben, bei weitem übersteigt. Der Nemesis scheint zumindest rudimentär in der Lage zu sein, zu sprechen. Allerdings spricht er nur ein einziges Wort immer wieder. Was ihn nicht gerade wie den nächsten Stephen Hawking wirken lässt. Und im Verlauf von Resident Evil 3 Nemesis scheint die Hauptstrategie des Nemesis zu sein, stur auf seinen Gegner zuzustampfen und ihn, wenn er in Reichweite ist, zu packen, was ihn nicht gerade wie den nächsten Sun Tzu wirken lässt. Insofern bin ich mir nicht sicher, wie intelligent der Nemesis tatsächlich ist. Allerdings können wir fest davon ausgehen, dass seine Intelligenz die des Birkin nach seiner Mutation bei weitem übersteigt. Nemesis könnte also in der Lage sein, Birkin auszuweichen, ihn aus der Entfernung zu attackieren, eben vielleicht sogar mit Raketenwerfern, die erfahrungsgemäß relativ gut gegen die meisten Resident Evil Antagonisten wirken, zu attackieren. Er könnte ihm vielleicht sogar Fallen stellen, ihn in ungünstige Situationen locken oder wenigstens wissen, wann er sich selbst in einer wirklich blöden Situation befindet und sich zurückziehen. Das könnte dem Nemesis einen entscheidenden Vorteil im Kampf gegen den mutierten William Birkin geben. Wenn man allerdings wirklich alle Fähigkeiten berücksichtigen will, die die beiden mit in den Kampf bringen, müsste man auch Cheese-Fähigkeit mit anrechnen, kleine Mini-Cheese zu produzieren. Diese grotesk mutierten Wesen, die die Kanalisation von Raccoon City bewohnen. Alleine wahrscheinlich keine Gefahr für den Nemesis, in einer Horde allerdings durchaus problematisch. Die Wesen scheinen zwar nicht koordiniert vorzugehen und in keiner Szene kann man sehen, wie sie den mutierten Birkin tatsächlich irgendwie unterstützen würden. Aber ich finde, der Vollständigkeit halber sollte das noch erwähnt sein, dass Birkin potenziell zumindest Verstärkung hat, während der Nemesis alleine agiert. Allerdings gibt es einen entscheidenden Unterschied zwischen den beiden, der letztendlich und ich denke relativ eindeutig einen der beiden zum Sieger machen würde. Nämlich der fundamentale Unterschied zwischen dem Chi-Virus, mit dem William Birkin infiziert ist, und dem T-Virus, mit dem der Nemesis infiziert ist. Wir haben ja schon darüber geredet, dass beide relativ schnell und relativ stark mutieren können, um Verletzungen wieder auszugleichen oder einfach nur stärker und größer zu werden. Das Potenzial des Chi ist hier allerdings wesentlich stärker als das des T-Virus. In Resident Evil 3 Nemesis können wir sogar sehen, wie der verletzte Nemesis einen toten Tyrant fressen muss, um überhaupt die Biomasse aufzunehmen, um überhaupt das Potenzial zu erhalten, mutieren zu können. Während der mutierte Birkin innerhalb von Sekunden drastisch mutieren kann. Einfach so. Woher die ganze Masse kommt, das sei mal dahingestellt. Zusätzlich zu dem Mutationsfaktor gibt es allerdings, wie gesagt, einen ganz entscheidenden Unterschied. Der T-Virus hält die Wesen, die mit ihm infiziert sind, am Leben. Und das relativ hartnäckig. Sie sind wirklich schwer tot zu kriegen. Sind sie allerdings tot, sind sie tot. Da kann noch so viel T-Virus nichts mehr dran ändern. Der Chi-Virus hat allerdings die einzigartige Fähigkeit, totes Gewebe zu reanimieren. Am Ende von Resident Evil 2 sehen wir, wie William Birkin in seiner stark mutierten U-Bahn-Wurm-Tunnel-Version von einer riesigen Explosion eingeholt wird. Und dort wird wahrscheinlich jede einzelne Zelle seines Körpers vollständig zerstört, verbrannt, zerbratzelt und es bleibt einfach nichts mehr von ihm übrig. Und das ist vermutlich, möglicherweise zumindest, die einzige Möglichkeit, wie man ihn tatsächlich vernichten kann. Während der Nemesis verdammt schwer tot zu kriegen ist, kommt Birkin, der ebenso schwer tot zu kriegen ist, einfach immer und immer und immer wieder. Um bei den Dragon Ball Analogien zu bleiben, ist der Nemesis so wie Freezer. Wenn er sich verwandelt, kann er sich auch wieder heilen. Wird er aber erstmal in der Hälfte auseinandergeschnitten und treibt leblos durchs Weltall, muss man ihn schon zu einem Cyborg machen, um ihn zurückzuholen. Während William Birkin in seiner mutierten Version eher wie Cell oder Boo ist, wenn auch nur ein bisschen was von ihm übrig bleibt, kommt er zurück. Na, vielleicht nicht die perfekte Analogie, aber ich glaube, man weiß, was ich meine. Wenn Birkin auf den Nemesis trifft
und Nemesis nicht weiß, welcher Gefahr er sich hier entgegenstellt und glaubt, Birkin im direkten Kampf begegnen zu können, würde er wahrscheinlich ziemlich schnell zerfetzt werden. Birkin ist allerdings sehr dumm, wie ein wild gewordenes Tier. Er würde den Nemesis vielleicht schwer verwunden, aber einfach liegen lassen, wo er sich regenerieren kann, um dann in stärkerer, mutierter Form Birkin erneut entgegenzutreten. Und vielleicht nutzt er sogar seinen Verstand, um Birkin aus der Ferne zu attackieren oder ihm eben Fallen zu stellen. Letztendlich würde Birkin durch diese Attacken allerdings nur stärker und wütender werden. Und der Nemesis könnte noch so vorsichtig vorgehen, früher oder später würde er Birkin wieder mal in die Arme laufen und das würde nicht gut für ihn enden. Nun könnte der Nemesis auch wieder stärker und besser zurückkehren und die beiden würden sich gegenseitig immer weiter hochschaukeln, bis letztendlich Birkins regenerative und mutagene Kräfte die von Nemesis übersteigen. Nemesis wird hier von Birkin sehr schnell an sein Limit gebracht und kann einfach nicht mithalten. Deswegen würde diese Auseinandersetzung höchstwahrscheinlich William Birkin für sich entscheiden können. Es gibt natürlich immer die Möglichkeit, dass Nemesis William Birkin schon im sehr frühen Stadium aus der Entfernung mit einem Raketenwerfer sprengt, alle Fleischteilchen feinsäuberlich aufsammelt und in einem Ofen verbrennt, bis nur noch Asche übrig ist. Natürlich, das ist möglich. Wie gesagt, Glück und Situationen hängen hier immer sehr stark mit drin. Aber insgesamt in einer direkten Auseinandersetzung hätte der Nemesis keine Chance gegen William Birkin. Da bin ich mir relativ sicher. Was ist eure Meinung zu dieser Auseinandersetzung? Wer ist euer Favorit? Und was glaubt ihr, wer gewinnen würde? Das muss ja nicht unbedingt das Gleiche sein. Ich persönlich halte in den meisten Situationen zum Beispiel zu den Underdogs, auch wenn ich weiß, dass sie verlieren werden. Aber ich persönlich bin auch eher William Birkin-Fan als Nemesis-Fan. Wie ich schon ganz oft gesagt habe, war einfach Resident Evil 2 mein erstes Resident Evil, das mich damals in viel zu jungen Jahren sehr beeindruckt hat. Und während die Erinnerung an den Mr. X ehrlich gesagt so ein bisschen verblasst ist, ist mir William Birkin sehr im Gedächtnis geblieben. Und für mich persönlich ist er das Resident Evil Monster. Was aus heutiger Sicht natürlich seltsam ist, weil er eigentlich durch seine Mutation mit dem G-Virus ein sehr einzigartiges Resident Evil Monster ist und alles andere als das Vorzeige Resident Evil Monster. Aber naja, so ist eben individuelle Wahrnehmung. Sinnlos, ohne Anspruch auf Objektivität, aber wunderschön. So, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Über ein Like und ein Abo würde ich mich selbstverständlich wie immer sehr freuen. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dann. Ciao.